Hallo, hier ist die Petra von Petra Art. Heute möchte ich meine kleine Serie mit den Pilzen dann beenden. Ich hätte aber noch eine schöne Serviette und schöne Pilze. Und da habe ich die also noch nicht rausgetrennt. Das sind einmal diese Pilze, finde ich also noch mal ganz toll. Und diese hier auch. Und die trenne ich jetzt mal mit euch zusammen. Ich nehme euch da mal mit. Trenne ich die mal aus. Und hier habe ich schon meine drei vor arbeiteten Steine. Also die sind schon grundiert. Die lege ich jetzt mal an die Seite. Drei unterschiedliche Größen. Und dann wollen wir mal loslegen. Also hier hatte ich mir schon was rausgenommen aus dieser Serviette. Denkt immer daran, die Servietten haben drei Schichten, also drei Papierschichten. Und ihr dürft nur die erste Schicht dieser Serviette nehmen. Ihr müsst die also ein bisschen mühselig erstmal den Anfang finden und dann schön abziehen. Und dann mit Gefühl. Ich habe hier einen Wassertankpinsel. Ihr könnt aber jeden anderen feinen Pinsel dafür nehmen, das ist überhaupt gar kein Problem. Also ich komme mit dem Wassertankpinsel für diese Technik ganz gut klar. Jetzt haben wir ja gesagt, ich möchte gerne diesen blauen Pilz haben. Also gehe ich ungefähr immer an den Rändern entlang um das Motiv. Lass es nicht zu lange liegen, dass es wieder trocken wird. Und kann das dann ganz einfach reißen. Also auseinanderziehen, reißen ist ja, ne? So, da habe ich schon mal mein erstes Motiv. Dann fand ich also hier bei diesen blauen Pilzen passt sowas dann auch noch immer gut dazu. Das hier auch blau ist, finde ich auch ganz toll. Lege ich mir jetzt auch an die Seite und ich glaube, ich nehme noch mal ein Blatt raus. Ich weiß gar nicht, noch nicht, ob ich das wirklich brauche, aber es ist also nur ganz grob die Umrandung machen. Weil vielleicht brauche ich hinterher noch mal ein Blatt zum Unterlegen oder als Kontrast. So, dann kommt diese Serviette wieder weg. Ich verwarme die auch immer, weil ne, irgendwie hat man dann Lager und man kann dann schon mal ein bisschen für sich sortieren und auch noch mal wieder einen Teil daraus nehmen. So, das ist jetzt eine Serviette, die ist sehr interessant. Ich werde jetzt hier diese beiden Pilze nehmen und hier vielleicht mal so ein paar blaue Beeren. Also was hierbei auch schön ist, diese Käfer. Ne? Also, naja. Und hier sind noch so auch so ein paar Blätterchen. Das werde ich jetzt auch mal rausnehmen. So, das ist das. Hier unten nehme ich auch noch das Blatt raus. Schiebe mal das ein bisschen nach oben.
Und ich versuche auch immer, diese harten Kanten nicht zu haben. Weil das sieht man hinterher irgendwie, wenn man das dann fixiert hat. Also immer harte Kanten vermeiden. Das ist auch ganz gut. Dann haben wir das Blatt. Das Blatt hatte mir noch gefallen. Noch ein bisschen alles so unten. Manchmal, wenn ich nur ein Teil habe und habe meinen Wassertankpinsel nicht so direkt zur Verfügung, dann kann man das auch trocken reißen. Nur das ist auch sehr mühselig. Entschuldigung. Jetzt habe ich gesagt, ich nehme noch mal ein paar blaue Beeren. Also meistens reiße ich mir irgendwas zu viel aus. So, und einmal nehme ich noch dieses das nehme ich jetzt hauptsächlich, weil es auch blau ist und ein bisschen grün. Und ich weiß gar nicht, ob ich es brauche, aber bevor ich gleich noch mal anfange, nehme ich den mal mit. Und so könnt ihr das natürlich mit jeder Serviette machen. Ne? Aber im Moment finde ich diese Serviettentechnik echt cool. Und ich habe also gestern auch mal ein paar Steine einfach verschenkt, nicht ausgelegt, sondern verschenkt. Und ja, die Leute haben sich schon gefreut. So. Der Käfer lacht mich ja auch an. Also ich werde den Käfer jetzt auch mal doch rausnehmen. Vielleicht für den ganz kleinen Stein. Schauen wir mal. So. Den fissel ich aber jetzt noch mal ein bisschen auseinander. Das kann weg. Und umso weniger Serviette oder Weißes ich auf dem Stein habe, umso schöner sieht das hinterher aus. So, dann ist das mit dem Abtrennen, Austrennen erstmal fertig. Und dann gucken wir mal, wie das auf den Steinen aussieht. Also das Grundieren habt ihr jetzt in den letzten Filmen gut gesehen, wie ich das mache. Das muss ich jetzt ja nicht jedes Mal mitfilmen. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Und wenn man jetzt noch da was hinmacht, ein bisschen runter schiebt. So. Und hier vielleicht auch. Vielleicht da oben. Und hier noch vielleicht ein Blättchen hinlegt. Ja, so ungefähr wird das schon hinkommen. So, das ist der eine Stein. Bei dem Stein, da sieht das so aus. Ich probiere jetzt mal was, ob das ah ja, das kommt auch gut. Ja. Ja. Da, und hier haben wir noch ein Blättchen.
sieht auch ganz gut aus. Dann legen wir das auch an die Seite. Und hier habe ich ja noch den kleinen Stein. Da mache ich dann den Käfer drauf. Ja. Die sind jetzt erst einmal über, lege ich auch an die Seite. Jetzt kommt mein Kleber zum Einsatz, mein Serviettenkleber. Und ein weicher Synthetikpinsel. Dann hole ich mir das Ganze jetzt wieder nach vorne. Der Stein liegt also so ganz gut auf, so nicht so gut. Also habe ich diese Seite bevorzugt. Und bestreiche den jetzt mal mit meinem Serviettenkleber. Hier habe ich jetzt gesagt ungefähr. Und immer schön dran denken, immer von innen nach außen die Serviette ausstreichen. Was ist das denn? Das ist wieder gut. So. Und immer die richtige Seite vom Motiv nehmen. Ich sah noch, hätte ich fast die falsche genommen. So. Und bisschen feuchter machen, damit ich das abziehen kann. Jetzt bestreichen wir das Ganze nochmal, damit das auch gut hält. So habe ich das Motiv schon auf einem Stein drauf. Nehmen wir den zweiten Stein. Da muss ich mal gucken. Das wollte ich ja gerne so machen. Ja. Also was ich jetzt hier mache mit der Serviettentechnik, die ist also für sämtliche Materialien gut. Ich habe in meinen da vorherigen Videos, als ich diese Steine jetzt nicht gemacht habe, habe ich die also in einem Artjournal verwendet. Ihr könnt die aber auch auf Postkarten, so ist besser, Postkarten mitgestalten. Habe ich auch eine Zeit gemacht, also das sieht auch immer ganz hübsch aus. Und wenn ihr mehr Fläche zur Verfügung habt, jetzt nicht nur so einen kleinen Stein, dann kann das natürlich auch noch also hierbei trenne ich mir den Pilz vom Pilz. Mal gucken. Jetzt habe ich ein bisschen klebrige Finger. Da wollte ich das Blatt hinkriegen. Und hier machen wir den dann noch hin. So.
Und so schnell habt ihr wirklich ein Geschenk fertig. Oder aber, ja, das ist ja fast der Herbst vorbei. Trotzdem mit anderen Motiven eine schöne Tischdeko. Ich habe das mal gemacht. Da hatte ich dann für jeden einen Stein gemacht für den meinen Besuch und habe das auf die Teller gelegt. Und das war auch immer so ein Motto, was es dann zu essen gab. Und das ist doch ganz gut angekommen. Oder wenn ihr wisst, dass irgendjemand eine Vorliebe für irgendwas hat. So, das war der zweite Stein. Und jetzt machen wir den dritten auch noch. Weil, also die Käfer sind spitze. Ja, den müsst ihr nicht auf den Tisch legen. Ne? Also das ist ja schon ein bisschen makaber. Aber wer möchte schon Käfer auf dem Tisch? Obwohl, ist ja im Moment auch Mode, ne? Käfer zu essen. So. Sieht doch ganz gut aus. Jetzt räume ich hier wieder ein bisschen auf. In der Zeit können die Steine trocknen. Und wenn die dann getrocknet sind, es steht noch ein bisschen ab. Das macht man dann nochmal schön. Ja, auch. Und wenn die Steine trocken sind, gucken wir mal, wie das Muster rauskommt. Und dann stellen wir erstmal eine Seite und dann werden die Steine noch lackiert. Ja. Und dann sehen wir uns wieder. Bis später. Ja, die Steine sind jetzt schön lackiert und auch gut getrocknet. Ich lackiere die also auch immer rundherum. Und das Einzige, was ich jetzt noch ohne euch gemacht habe, da hatte ich die Kamera nicht an. Ich habe hier überall noch so kleine blaue Punkte gemacht und hier diese Punkte auch noch mal ein bisschen kräftiger. Die waren immer, also mir war das Bild einfach zu lasch. Ja, da habe ich die Punkte gemacht mit einem Acrylstift und habe die dann jetzt alle Steine dreimal lackiert, also von beiden Seiten. Das ist schon ein bisschen zeitaufwendig, aber danach hat man einfach Freude an den Steinen. So, da möchte ich mich auch verabschieden. Ich würde sagen, hat euch dieses Video gefallen? Da freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch. Und gefällt euch mein Kanal? Vergesst nicht, mich zu abonnieren. So seht ihr immer die Videos sofort angezeigt, die neu hochgeladen werden. Und ich freue mich natürlich auch über einen netten Kommentar. So, dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Ich lege das nochmal so ein bisschen schön hin. Die glänzen natürlich jetzt auch, wenn da Sonne drauf scheint. Deshalb ist das jetzt in der Kamera nicht so ganz toll. So. Dann sage ich mal bis dann. Ciao, ciao.